Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir machen jetzt mal da weiter, wo wir im letzten Part gestern aufgehört haben. Und dann gucken wir, was passiert. Heute feiern wir die Stärke des ewigen Imperiums und sehen zu, wie unsere Feinde leiden. Die Rebellen, die auf Isaac spucken. Und der Wurm, der mich verraten hat. Sie verdienen es, ewige Qualen zu erleiden. Und niemand, nicht einmal der Fremdling, kann sie retten. Überraschung. Die Allianz lässt ihre Leute niemals im Stich. Ihr habt also Indus Fäden in der Hand. Oder ist es Vater, der euch beide kontrolliert? Ihr seid die Einzige, die unter Valkorions Bann steht. Kennt die Öffentlichkeit eigentlich die Geschichte eurer Konditionierung? Verneige dich vor dem Drachen von Sakul. So, jetzt wird doch nicht mehr so stark. Es wird Zeit, euch euren Untertanen zu stellen. Für Sakul! Ihr könnt nicht gewinnen, Fremdling! Tretet freiwillig ab! Dann endet diese Sache ohne Blutvergießen. Oh nein. Wir können uns diesen Spaß doch nicht entgehen lassen. Commander, pass auf! Meine Schwester, lebendig. Gute Neuigkeiten. Wir haben Arkan gefunden. Wenn er sich uns anschließen will, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Dann sollten wir besser los. Okay, gut. Besiege die guten Bestien. Endlich auch so leben wie noch. Ja.
So. Ach, du Schande, jetzt kommt der auch noch hier. Ja, okay, jetzt haben wir den auch noch mal. Das hätten wir. Also, das war heute ein bisschen zu viel Trubel für meinen Geschmack. Ich schätze, das haben wir Arkans großem Auftritt zu verdanken. Er kann nicht alleine gegen Valen kämpfen. Wir müssen Arkan aufhalten, sonst ist das sein Untergang. Ein Familienduell? Eine bessere Feier hätte selbst ich nicht planen können. Genug, Valen. Ich kann nicht einfach zusehen, wie du unsere Heimat zerstörst. Hast du gewusst, dass Vater diese Krankheit in mein Hirn gepflanzt hat? Er hat uns beide zu Waffen gemacht. Ich möchte dir helfen, dich davon zu befreien. Ich brauche deine Hilfe nicht. Dann betteln die sich und mal sehen, wer gewinnt, ne? Von ein paar Prellungen mal abgesehen, sind die Rebellen bereit zum Kampf. Wie lauten eure Befehle? Findet etwaige Überlebende und bringt alle aus der Gefahrenzone. Verlasst euch auf uns. Großer Isaacs, fühlt es sich so an, wenn man ein Held ist? Ich mag das. Ihr habt den Fremdling gehört. Für Zakul! Wir haben Valen und Arkan gefunden. Begebt euch zum Himmelsdeck. Commander, wir haben die Informationen geknackt, die ihr besorgt hattet. Moment, ich öffne eine Verbindung. So, wo muss ich denn jetzt... Alles klar, warte mal, hier kann ich erstmal Schrott verkaufen. Na okay, gut, habe ich ja nicht. Aber reparieren. So, was haben wir denn jetzt hier? Okay, aber warte mal, was hat der eigentlich hier nochmal gekühlter? Ach, der hat nichts. So. Valen ist auf dem Dach. Ihr könnt sie noch erwischen, wenn ihr euch beeilt. Yeah.
Ja, ne? Ja. Naja, diese Blecheimer hier, die mir entgegenkommen, die machen ja das, worauf sie programmiert sind, ne? Das heißt, jeden Eindringling, den bekämpfen. Aber dass diese Ritter das immer noch machen, obwohl doch. Doch Valen hier mit mir oder will ja jetzt schon halbwegs entmachtet ist. Kacke, wo renn ich denn hier nicht? Nur Moment mal, aber wo ist denn jetzt hier die Treppe nach oben? Die. Ja, falsch gelernt. Hier hin. Schlecht, der steht hier einfach rum und ja, schill mal ab hier. Hier werden zwar alle platt gemacht um mich herum, aber egal, ich schill hier einfach ab, ich ignoriere das einfach. So, ich habe jetzt aber immer noch keine Ahnung, wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Ah, alles klar, da muss ich jetzt hin. Okay, 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 okay. So, warte mal. Aber wo rennt ihr denn jetzt hin? Egal, wir ignorieren die einfach. Ja. Ja. So. Müssen wir ganz außen rumrennen, oder? Ja, ja, klar. Okay, gut. Aber echt geil, die stehen hier einfach rum, chillen weiter ab, trinken, feiern. Um sie herum wird gekämpft, gemordet, gestorben. Egal, wir feiern weiter, und so egal. Was ist das heute? Und wer bist du? Ey, lauf nicht so weit.
So, die Wellen, die werden wir schon kriegen. Vater möchte mit dir sprechen. Haben wir beide die Gelegenheit erkannt, meiner Schwester gegenüberzutreten. Ohne die Maske erkenne ich euch kaum wieder. Der neue Stil steht euch. Er ist Zeichen eines Neubeginns. Selbst wenn er sich geändert hat, können wir ihm wirklich trauen? Ich habe noch keinen Beweis seines Gesinnungswandels gesehen. Habe ich mich geirrt. Thronverräter! Nun werdet ihr sterben! Wenn Valen uns herausfordern will, werden wir ihr gemeinsam gegenübertreten. Zeigen wir der Kaiserin, mit wem sie es zu tun hat. Ich stehe euch zur Seite, Fremdling. Die Siege Horizont. Arkham muss leben, du musst überleben. Okay, gut. Ich bin euer Tod! Freut euch der Macht des Imperiums! Ihr werdet Gerechtigkeit erfahren! Valkorion mag es geschafft haben, irgendwie in meinen Kopf zu kommen, aber ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Diese Entschlossenheit könnte genau das sein, was Sakul braucht. Du würdest einfach zuschauen, wie ein Fremdling deinen Thron besteigt? Vater, du bist schwach geworden. An meinen Händen klebt das Blut von Millionen. Das Vermächtnis dieser Familie trieft davon.
Es wird Zeit, dass eine würdige Kaiserin an unsere Stelle tritt. Es ist noch nicht zu spät, Arkan. Ihr könnt euch noch immer reinwaschen. Kein Wasser dieser Galaxis kann mich noch reinwaschen. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann dafür büßen. Es ist euer Schicksal, Sakul anzuführen. Und meines, mich der Allianz anzuschließen. Ich habe meinen Sohn nicht als Diener erzogen. Du hast keinen Sohn. Die Galaxis sieht euch zu, Commander. Das ist eure Chance, wirklich etwas zu verändern. Sakul, ich komme nicht als Eroberin zu euch, sondern als Verbündete. Gemeinsam können wir diesen Krieg beenden und der Galaxis Frieden bringen. Die Allianz heißt alle willkommen, die bereit sind, für die Freiheit einzustehen. Wir sind heute stolz, euren ehemaligen Imperator in unseren Reihen zu begrüßen. Meine Stärke gehört euch, Commander. Bombardiert sie! Und hört erst auf, wenn vom Fremdling nur noch ein Haufen Asche übrig ist! Aber eure Anhänger... Tötet sie alle! Wo haben wir denn jetzt hier? Okay. So. Also, wo muss ich jetzt hin? Naja, wieder den ganzen Weg zurück. Oder kann ich auch... Natürlich. Oh, Leute, das wollte ich noch nicht wirklich, oder? Meine Frage, warum heilt der Arkan jetzt eigentlich nicht? Warum ist er ja nicht als Kollege? Ich bin genauso überrascht wie du, Kumpel. Spart euch die Begrüßung. Versuchen wir, heil herauszukommen.
Vader ist aber nur Ehre, die Frau. Die ist auch nur krank im Kopf. Erfolgreich. Quasi. Baylan hat überlebt, aber Halb Sakul hasst sie jetzt. Und Indo ist mit den Rebellen entkommen. Sie haben sogar unter den geretteten Zivilisten noch ein paar Rekruten gefunden. Und was noch wichtiger ist, der ehemalige Imperator arbeitet jetzt für uns. Ich konnte eine Veränderung an ihm spüren. Aber sind wir sicher, dass wir dem Mann trauen können, der versucht hat, euch zu töten? Und das mehrfach? Ganz zu schweigen von euren 5 Jahren in Carbonit. Ich wurde viel zu lange von Rache verzehrt. Aber ihr habt meine Mutter gerettet. Und dafür stehe ich in eurer Schuld. Senja glaubte daran, dass ihr euch ändern könntet. Und sie hatte recht. Mit ihrer Meinung über euch hatte sie auch recht. Endlich erkenne ich es auch. Doch euer Auftrag ist noch nicht beendet. Die Schreckensherrschaft meiner Schwester währt weiter. Solange ich den Schlüssel zu ihrer Konditionierung habe, sind Vale in die Hände gebunden. Sie wird das nicht lange hinnehmen. Sie ist wie ein in die Enge getriebenes Raubtier. Und wird zuschlagen. Wir sind bereit für eure Ankunft. Vaters Fessel hat mir lange genug die Kehle zugeschnürt. Es ist Zeit, dass ich mich von seinem Würgegriff befreie. Du hättest mich auf Nathema lassen sollen. Du bist meine Tochter. Du gehörst hierher. Weißt du, was sie mir dort angetan haben? Du musstest Disziplin lernen. Du musstest erkennen, wie du deine Kraft kontrollierst. Naja, man, im Grunde genommen ist Valen auch nur ein Opfer von Valkorion, ne? Das Band zwischen uns wird immer stärker. Ihr könnt Bruchstücke meiner Erinnerungen sehen. Valen hat Nathema erwähnt. Was ist das? Nathema ist eine geschändete, vergessene Welt, auf der die Macht korrumpiert wurde. Ich habe Valen dorthin geschickt, um ihren Geist zu konditionieren und ihr Gehorsam beizubringen. Dort habt ihr ihr beigebracht, sich vor dem Drachen von Sakul zu verneigen. Sie ließ mir keine Wahl.
unkontrolliert war Velin eine Bedrohung für alles, was ich erschaffen hatte. Und für sich selbst. Jemand musste ihre Macht in die Schranken weisen. Ich spüre etwas. Velin zieht es wieder nach Nathema. Sie würde nur dorthin zurückkehren, wenn sie einen Weg gefunden hätte, sich von ihrer Konditionierung zu befreien. Wenn Velin ihre ganze Macht entfesselt, könntet selbst ihr Probleme haben, sie aufzuhalten. Es gibt noch immer keinen Hinweis darauf, wohin Velin verschwunden sein könnte. Hat sie vielleicht die Eroberung der Galaxis aufgegeben und sich in einer beschaulichen Kolonie im Outer Rim zur Ruhe gesetzt? Das würde nicht zu meiner Schwester passen. Ich habe da so eine Ahnung, wo sie sein könnte. Auf einem Planeten namens Nathema. Ich hätte nie gedacht, den Namen dieser verfluchten Welt je wieder zu hören. Ihr wart dort? Einmal. Valkorion hatte dort meine Schwester weggesperrt, als sie noch ein Kind war. Sie liegt im Corleon-Sektor. Ein Moment. Jemand hat während Valens kleiner Feier eine verschlüsselte Holo-Nachricht an sie geschickt. Wir konnten den Ursprung in diesen Sektor zurückverfolgen. Die Nachricht war auf jeden Fall so wichtig, dass Valen alles stehen und liegen gelassen hat und verschwunden ist. Nathema ist eine verdorbene Welt. Wenn ich dorthin gehe, werde ich wieder in meine alten Gewohnheiten verfallen. Alles, was ich seit meiner Heilung auf Voss erreicht habe, wird umsonst gewesen sein. Bleibt hier und passt auf Senja auf. Lana, Theron, ihr kommt mit mir. Alles klar, Commander. Ich bereite die Fähre vor. Wir sehen uns dort, wenn ihr bereit seid. Orten nur in einem Gebäude Lebenszeichen. Diese Welt ist unnatürlich. Als ob die Macht hier ausgehöhlt wäre. Ich habe es auch gespürt. Die Macht durchströmt jedes lebendige Wesen, Theron. Selbst euch. Auf Siost hatte der Imperator die Macht korrumpiert und alle in blutrünstige Wahnsinnige verwandelt. Aber hier kann ich die Macht kaum spüren. Die Effekte werden auf der Oberfläche noch stärker sein. Das Fehlen der Macht könnte uns verrückt machen. Meine Kraft hier ist begrenzt. Aber ich werde tun, was ich kann, um euch und eure Gefährten vor den schlimmsten Effekten der Leere zu beschützen. Setze zur Landung an. So lange her. Wo ist Yara? Er wartet in seinem Labor auf euch. Erinnert ihr euch an den Weg? Wartet hier. Ich werde die Fähre im Auge behalten. Sagt Bescheid, wenn ihr mich braucht. So, ich beende jetzt hier den Part. Ich danke mir fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Abo und sagt, das ist heute wieder dabei. Bye, bye.